Wunderschönen Tag zusammen. Ich hoffe, ihr habt die Zeitumstellung im Blick. Wir schauen in diesem Video uns ein Topspiel an. Die Charlotte Hornets gegen die Phoenix Suns. Heute 19 Uhr. Wer hätte das vor der Saison gedacht? Dazu noch drei weitere Partien. Ein Blick auf die aktuelle Tabelle im Osten und im Westen. Ein Blick auf die aktivste Trade-Deadline der letzten Jahre. Dazu schauen wir uns die Stats, Leaders an und gehen ein bisschen durch. Ich hoffe, ihr habt Spaß und bis gleich. Oddspedia. Sports Betting Community. So viel Zeit muss sein. Wir schauen auf den Osten. Da sind weiterhin die 76ers auf der 1. Wenn ihr seht, die Brooklyn Nets auf der 2. Das Team war ja schon eigentlich seit der Akquise oder seit dem Trade von James Harden die Nummer 1 im Osten. Vielleicht sogar in der NBA schlechthin von den Namen. Jetzt haben sie sich nochmal verstärkt. Einerseits durch Buyouts tatsächlich. Einerseits durch hier Blake Griffin. Ist die Frage, wie viel der wirklich noch im Köcher hat. Aber LaMarcus Aldridge, muss man drüber reden, gerade hat er frisch unterschrieben, wurde von den San Antonio Spurs aus dem Vertrag rausgekauft. Sie haben es nicht geschafft, ihn während der offiziellen Trade-Deadline, sage ich jetzt mal, einen Abnehmer zu finden. Von daher schade für die Spurs, gut für die Nets. Die haben jetzt auch noch richtige Frontcourt-Depth. Schönes Wort. Ja, was bleibt mir hier zu sagen? Wir haben drei Teams im Osten, die letztes Jahr oder die letzten Jahre eigentlich nicht in den Playoffs dabei waren. Die Hawks, die Hornets und die Knicks. Und die sind auch alle zum Dreierpack zu haben auf 4, 5 und 6 mit relativ gleichem Rekord. Dafür gerade aus dem Top-8-Picture draußen die Raptors, die Magic, die haben komplett eigentlich aufgegeben. Die Trades gehen wir so gleich ein bisschen durch. Und der dritte im Bunde, die Indiana Pacers, die ja auch ein bisschen verletzungsgebeutelt leider sind. Nicht vergessen, es kann ja sein, dass auch noch der 10. es durch das Play-In-Tournament in die Playoffs schafft. Das werden wir aber dann erst herausfinden, wenn es soweit ist. Im Westen nichts Neues, das kann ich eigentlich die nächsten Wochen immer wieder sagen. Die Jazz auf der 1, die Suns auf der 2, die sehen wir heute, der 2. gegen den 4. quasi im Osten. Danach die LA-Teams, gerade die Lakers sind gebeutelt ohne Ende. MVP Nummer 1-Kandidat, LeBron James aus meiner Sicht, hat jetzt nicht mehr so gute Chancen, denn er wird ein paar Wochen ausfallen. Und dann ist die Frage, wie weit werden die Lakers nach unten abfallen? Und normalerweise gewinnst du keinen MVP, wenn du eine ordentliche Summe der Spiele verpasst hast, plus dein Team nicht ganz vorne dabei ist. Sie sind nur 3 Siege vor zum Beispiel den San Antonio Spurs, die auf Rang 7 rangieren. Dallas Mavericks Platz 8. Nach dem All-Star-Break gut zurückgekommen, jetzt zweimal katastrophal gespielt. Sich jetzt nochmal mit J.J. Redick, der allerdings auch verletzt ist, verstärkt. Mal gucken. Sacramento Kings sind hier eins der heißesten Teams im Westen. Jetzt haben sie mal wieder 4 Spiele in Folge gewonnen und sind wieder im Playoff-Picture dabei. Warriors auf einen Platz davor, aber ohne Steph Curry wird das, glaube ich, nichts mehr in dieser Saison. Was sind denn die Stats-Leader eigentlich? Da haben wir Bradley Beal weiterhin bei ordentlichen 31,7 Punkten, Damian Lillard bei 30, fast genauso wie Steph Curry, Luka Doncic und Antetokounmpo. Auch noch mit stolzen 28,3. Gerade Antetokounmpo hat er gesagt, ihm gefällt die neue Rolle mit den Bucks. Sie sind jetzt nur auf Platz 3. Der Druck ist dann ein bisschen weg und ja, Jäger ist für viele immer spannender als der Gejagte zu sein. Clint Capella, der defensive oder nennen wir es generell Offense and Defense, Rebounds Monster, unser Schweizer Nachbar quasi mit 14,3 führt er vor Gobert und Valanciunas, Enes Kanter mit einer guten Rebound-Saison sozusagen, hat er die letzten Saisons eher immer die Backup-Rolle gehabt, jetzt auch verletzungsbedingt von zum Beispiel Jusuf Nurkic, sieht er richtig viel Spielzeit in Portland und ja, da haben wir noch Nikola Vucevic, der nicht mehr in Orlando ist, sondern in Chicago. James Harden, 11,2 Assists, Assist-Leader. Wer hätte das eigentlich erwartet? Und Miles Turner mit 3,5 Blocks in dieser Zeit mit einem Wahnsinnswert. Wir schauen uns ein Bild hier an, was sich von Real GM kopiert hat. Da, das finde ich, ist nämlich beeindruckend. James Harden in einem Team mit als Neuankömmling mit Kevin Durant, Kyrie Irving, der eh nicht der einfachste ist. Jetzt auch noch Blake Griffin, dann Harris ist ja auch nicht so verkehrt. Also selbstbewusst ist er. Und wenn ihr euch jetzt mal hier die Stats anschaut, Harden legt im Schnitt bei den
Nets, Brooklyn Nets auf. 25 Punkte, fast 9 Rebound und 11,5 Assists. Dazu eine Bilanz von 24-7. Und man darf ja nicht vergessen, er ist noch ein bisschen pummelig, finde ich, im Vergleich zu den Pre-Corona-Zeiten. Wobei, das schadet ja anscheinend nicht. Und ja, er hat mit Irving und Durant auch Nebenspieler, die schon gerne das ein oder andere Spiel nicht mitspielen. Kevin Durant, der jetzt mittlerweile länger schon wieder draußen. Ich habe schon gesagt, wir haben die aktivste Trade-Deadline gehabt. In dieser Zeit haben 16 Trades stattgefunden und 46 Spieler haben die Teams gewechselt. Sehr, sehr viel, aber wir werden es gleich mal durchgehen. Nikola Vucevic war der einzige All-Star dabei und was man da festhalten muss, Vucevic ist jetzt von, ich hätte ihn gerne in einem Top-Team gesehen. Also die Chicago Bulls sind sicherlich nicht schlecht und dieses Jahr besser als die Magic, das steht außer Frage. Ich hätte ihn trotzdem aber gerne sowas wie bei Boston gesehen, vielleicht sogar Portland, Dallas natürlich, irgendwo, wo er eine zweite, dritte Rolle hat. Aber dann beim Team, was um die Meisterschaft mitspielen kann. Jetzt ist er in Chicago, die haben sich insgesamt toll verstärkt. Unter anderem ja auch, aus meiner Sicht leider, Daniel Theis geholt. Hat mir gut bei Boston gefallen. Dafür haben die Celtics jetzt Mo Wagner. Ich habe hier eine Übersicht von ESPN für alle, die vielleicht mal ganz kurz wissen wollen, was hat sich denn hier so getan. Jedes Team oder jeder Trade steht hier drauf. Gehen wir vielleicht mal ein paar Namen durch. Also hier haben wir schon gehabt, Daniel Theis zu den Bulls. Celtics dafür, Mo Wagner, haben also weiterhin einen Deutschen zumindest im Team. Luke Kornet auch bestimmt nicht ganz verkehrt, hat ja für das ein oder andere gute Spiel in New York gesorgt. Also Warriors, da ist nichts Spannendes passiert. Sixers sorgen für mehr, wie soll ich sagen, also mehr, auch wieder mehr Tiefe. George Hill hat ja schon jetzt bei den Milwaukee Bucks in den letzten Jahren eine ganz gute Rolle gehabt. Bei den Thunder, glaube ich, war es jetzt mehr oder weniger egal. Auf jeden Fall verstärkt er das ohnehin schon sehr starke Team nochmal gut. Rajon Rondo geht nach L.A. zu den Clippers. Da war er schon vor der Saison im Gespräch, hat aber dann bei den Hawks unterschrieben und die Hawks kriegen dafür Lou Williams. Man muss sagen, die Hawks sind insofern Trade-Gewinner, weil sie bekommen einen besseren Spieler, aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite brauchen gerade die Clippers einen Floor-General und das ist Lou Williams nicht, der ist mehr Scorer. Und der ist eh ein bisschen in Ungnade gefallen seit seiner Stripper-Affäre in der Bubble. Die Mavericks geben ab James Johnson, der ist leider aus der Rotation gefallen, hat mir mal ein und für sich gut gefallen. Dafür bekommen sie Nicolo Melli, der könnte auch sogar für Spielzeit und ein bisschen Furore sorgen, aber natürlich JJ Redick passt perfekt ins Team. Die Frage ist, wann ist er fit und kann er nochmal so aufzocken wie vor ein, zwei Jahren, vor allem bei den 76ers. Die Houston Rockets geben Oladipo ab, der wollte ja unbedingt weg. Dementsprechend haben sie jetzt auch nicht die beste Verhandlungsposition gehabt, denn sein Vertrag läuft aus und er hat schon immer gesagt, ey, ich möchte unbedingt nach Miami. Und jetzt haben Miami Avery Bradley, Kelly Olynyk abgegeben. Die First Round Swap Rights sind, also man kann hier tauschen, ist bestimmt auch nicht verkehrt, was Houston hier gemacht hat. Ich bin gespannt. Oladipo ist natürlich einer meiner Lieblingsspieler, aber seit seiner heftigen Knieverletzung ist er nicht mehr wirklich so zurückgekommen. Wenn er aber es nochmal schafft, 80-90% seines Potenzials abzurufen, dann haben wir ein Powerhouse in Miami über die nächsten Jahre. Die sind ja ohne Oladipo schon stark gewesen. Blazers haben sich mit Powell verstärkt. Norman Powell spielt eine starke Saison, um die 20 Punkte, hat sich Jahr für Jahr verbessert. Warum geben ihm die Blazers ab, die Raptors ab? Naja, der wird auch Free Agent und man erwartet, dass Powell auf dem Markt schon seine 15 bis 20 Millionen pro Jahr bekommen kann. Und da will, glaube ich, Toronto nicht mitmachen. Also holen sie sich lieber Rodney Hood und Gary Trent Jr. Gerade Gary Trent Jr. hat starke Playoffs letztes Jahr gespielt und natürlich nicht die längsten,
aber in der Bubble auch gut gewesen und ja, in der Saison nicht so schlecht. Celtics bekommen für 2 Second-Round-Picks Evan Fournier, wir haben es gesagt, die Magic mit Ausverkauf, Aaron Gordon weg, Nikola Vucevic weg und jetzt eben auch Evan Fournier zu den Celtics. Die Nuggets bekommen den gerade angesprochenen Aaron Gordon, Gary Harris darf abgeben, ist ganz gut für beide Teams eigentlich und der Trade ist relativ egal. Vucevic und Al-Farouq Aminu, der hatte auch seine besten Zeiten beide hinter sich, holen sich die Bulls. Das heißt, die wollen jetzt endlich mal wieder in die Playoffs. Nuggets holen sich nebenbei auch noch Jamal McGee. Und Asaya Hartenstein, unser Deutscher, wechselt mal wieder. Aber vielleicht geht da ein bisschen mehr was von der Spielzeit in Cleveland. Dylan Wright gegen Curry Joseph kann man machen. Tucker holen sich die Bucks, haben wir auch schon drüber geredet. Die Heat haben nebenbei noch Tara Ariza geholt. Myers Leonard abgegeben, der hat nicht so coole Äußerungen gegeben. Und Rose returns to Knicks, das ist ja schon ewig alt. Okay, ich hoffe, diese kleine Übersicht hat den einen oder anderen getaugt. Wenn nicht, dann hoffentlich nehmt ihr es mir nicht übel, aber ich dachte, die Zeit haben wir dafür. Sind ja nur 4 Spielleute. Und das erste geht 19 Uhr los. Wer spielt hier? Die Charlotte Hornets gegen die Phoenix Suns. Beide haben in dieser Saison schon einmal gegeneinander gespielt. Das haben die Suns mit 121-124 knapp verloren. Sind hier natürlich trotzdem Favorit. In den letzten Spielen konnte Charlotte Miami und Houston schlagen, aber wer hat Houston nicht geschlagen? Spurs, der Sieg wiegt natürlich dann schon umso mehr. Und die Suns haben knapp gegen die Raptors gewonnen, knapp gegen die Magic verloren und auch gegen die Heat gewonnen. Also die letzten 3 Spiele, beide mit ganz guter Formkurve. Jetzt hier die Quoten, sieht man auch. Gut, schauen wir drin ein bisschen. Hier wollte ich eigentlich hin. Quoten sind es trotzdem, die passen. Also, für mich spricht hier das eine oder andere mehr für... Super, wenn das jetzt hier so funktioniert. Für mich spricht hier mehr für Charlotte. Sie spielen daheim zu einer unangenehmen Uhrzeit, gerade für das Auswärtsteam. Und sie haben auch das Hinspiel gewonnen und sind hier definitiv nicht der Favorit. Das sagt auch die Quote. Dementsprechend Hornets, glaube ich, werden die Welle weiterfahren. Ob sie dieses Spiel gewinnen oder nicht, steht jetzt mal außen vor. Aber ich denke, meine Wette wäre hier tatsächlich plus 6 auf Charlotte. Und bei den Punkten, da muss man auch mal ein bisschen schauen, 19 Uhr, da kann man eigentlich immer das andere gehen. Hoffentlich geht es dann hier mit den Odds wieder. Ja, das sieht schon besser aus. Im nächsten Spiel habe ich die Toronto Raptors gegen die Portland Trailblazers. Toronto wollte ja nicht unbedingt, aber Kyle Lowry wollte eigentlich zu einem Team, wo er vielleicht nochmal um die Meisterschaft mitspielen kann. Hat aber kein Team gemacht. Warum? Weil sein Agent wohl gesagt hat, er will nur wohin, wenn ihm dieses Team dann auch danach einen Vertrag gibt mit 2 Jahren 50 Millionen oder so. Oder 20 Millionen pro Jahr. Schwierig für Kyle Lowry, aber mich freut es, dass zumindest die Raptors jetzt nochmal mit ihm einen Playoff-Run machen können. Sie haben eine ausgeglichene Quote gegen die Portland Trailblazers. Hier würde ich tatsächlich Portland trotzdem favorisieren, denn bei Toronto läuft es einfach in letzter Zeit nicht so. Beim Over-Under sind wir über 228 Punkten, da von der Tendenz eher runter, aber einfach hier Sieg Portland. Macht man eigentlich nichts falsch bei der Quote. Die Raptors konnten gegen Denver gewinnen, aber sonst... Das sind Teams, mal abgesehen von Utah, von den letzten 3-4 Spielen, wo sie ruhig hätten mehr gewinnen müssen. Portland mit 2 Siegen gegen 2 Ost-Teams, davor knappe Niederlage gegen Brooklyn, heftige Niederlage gegen die Mavs, aber die sind dann trotzdem ganz gut in Form. Haben ja auch wieder CJ McCollum, der wieder gut von seiner Verletzung zurückgekommen ist. Magic gegen Lakers, das ist ja auch ein nicht so spannendes Duell. Die Lakers hier mit einer 1,3. Wir haben es gesehen, die Magic haben
Vucevic abgegeben, Fournier abgegeben, Gordon abgegeben. Dann ist schon die Frage, wer soll da jetzt noch spielen? Auf der anderen Seite die Lakers nur mit einem Sieg gegen Cleveland, und das muss man fast machen. Orlando relativ knapp, würde ich sogar sagen, gegen Portland verloren. Nichtsdestotrotz, für mich ist die Frage, wer soll da wirklich auflaufen in Orlando? Und solange das nicht, Lakers ohne alle gegen Orlando ohne alle müsste eigentlich eine ausgeglichenere Quote sein. Für mich ist hier die Sache, ich würde sogar tatsächlich eher Magic plus 7 oder so gehen, weil beide mit Rumpfteams spielen. Bei dem Magic ist vielleicht noch eher so die Möglichkeit, dass Leute aus der zweiten, dritten Reihe jetzt ihre Spielzeit sehen, während bei LA vielleicht eher der Druck, der negative Druck da ist, hey, wir müssen unbedingt dieses Spiel gewinnen, weil wir können ohne LeBron, ohne Anthony Davis nicht alles verlieren. Interessanterweise, Andre Drummond wird ja auch ausgekauft aus seinem Vertrag. Top Destination ist derzeit die Lakers für Drummond, und dann hätten die, glaube ich, auch noch einen Spieler, den sie gerade in der jetzigen Zeit gut gebrauchen könnten. Bei den Nuggets gegen die Hawks haben wir auch das Rückspiel sozusagen diese Saison. Das erste haben die Hawks mit 123 zu 115 gewonnen. Nuggets mit ganz guter Quote. Hawks, haben wir schon gesagt, mit neuem Trainer Nathan McMillan, saustark eigentlich, rufen endlich ihr Potenzial ab, was sie definitiv hatten. Bei den Nuggets muss man mal schauen, ob Aaron Gordon dann auch gleich schon spielen wird. Und Gary Harris haben sie abgegeben. Ich glaube, das verkraften sie. Hartenstein leider auch. Also von daher sehe ich aber auch hier wieder tatsächlich eher die Möglichkeit, auswärts auf ein plus 5,5 auf die Hawks zu gehen. Das ist ein ausgeglichenes Spiel. So blöd es klingt, der Formstärke an dem Tag wird gewinnen. Aber ich sehe diese Teams schon ein bisschen auf Augenhöhe, gerade in der Regular Season. In den Playoffs, anderes Spiel, da hat man mit Jokic auch einen potenziellen MVP-Kandidaten. Ne? Also das ist dann nochmal eine andere Nummer, aber so in einem Regular Season-Spiel sehe ich dies tatsächlich auf Augenhöhe, deshalb macht es mehr Sinn für mich, auf die Atlanta Hawks plus 5,5 zu setzen. Liebe Leute da draußen, falls ihr jetzt das Video geschaut habt, danke dafür, lasst doch einen Daumen da, das freut mich auch, und ansonsten, jetzt gehen wir alle raus, genießen das schöne Wetter, bei uns hat es 20 Grad und dementsprechend einen schönen Sonntag, und dann um 19 Uhr Charlotte Hornets gegen die Phoenix Suns, ein cooles, cooles Spiel. Bis dahin, Grüße gehen raus. Oddspedia, the Sports Betting Community.